Herzlich willkommen zu Bibs Bilanz. Ich bin hier auf einer sogenannten Heulerstation, einer Aufzuchtstation für alleingelassene kleine Lebewesen. Hier haben jetzt gerade mitleidende Passanten haben uns reingebracht, einen jungen E-Roller, der wurde verlassen von seinen Eltern im Straßengraben aufgefunden und wird jetzt hier, ist dann untersucht worden. Er ist zum Glück, ist er pudelgesund und wird jetzt hier aufgezogen, bis er dann als erwachsenes Tier dann in die Freiheit entlassen werden kann. Nein, der E-Roller ist ein ganz neuer Erscheinung dann auch bei uns in der Natur. Die gab es früher nicht. Die Biologen nennen sowas Neophyten, also so Lebewesen, die es bisher nicht gab, ne, wie diese Halsbandsittiche, ne, die überall hier in den Städten rumflattern und so weiter. Und auch der E-Roller zählt dazu. Das E-Bike ist ja schon vor ein paar Jahren hier dann aus Asien eingewandert. Ne? Das Auto ist, das vergessen viele, ähnlich wie die Kartoffel ja auch irgendwann mal als Neophyt dann hier bei uns angekommen. Ne? Die E-Roller haben natürlich auch ideale Lebensbedingungen. Das hängt mit dem Klimawandel zusammen, aber vor allem natürlich auch mit den vielen Steckdosen, die es hier gibt. Denn das Hauptnahrungsmittel der E-Roller ist ja Watt. Das ist, also kennen Sie ja die Recheneinheiten, ein Kilowatt, das sind ungefähr 2 Pfund Schlick und davon ernährt sich dann der E-Roller. Außerdem braucht er natürlich auch Ergänzungsstoffe dann und die führte sich zu, insbesondere durch den Verzehr von Rollatorfahrern auf den Gehwegen. Und was ja auch gerne verspeist sind natürlich Verkehrsminister, die sich ein bisschen ungeschickt anstellen. Ne? Der erwachsene E-Roller wird auch gerne dann domestiziert, dann zu Reizwecken dann ausgebildet. Das ist es nicht ganz einfach hier in Mainz. Sind die jetzt neu angekommen, die E-Roller? Man sieht jetzt so die ersten dann in der Natur herumspringen und einzelne Wagemutige versuchen sich dann schon, sich auf den Rücken zu schwingen und dann da durch die Gegend zu sausen. Das ist natürlich beeindruckend, wenn man es schafft, aber manche bleiben dann nicht lange auf dem Buckel hocken und sausen dann ab. Ne? Das ist natürlich auch motorisch eine ziemliche Herausforderung für Menschen, die allenfalls noch gewohnt sind, mit ihrem Smartphone umzugehen. Ne? Deshalb, die Natur hat da schon vorgesorgt. Das ist ja, der Darwin hat das ja erklärt, wie das funktioniert, dass sich immer diejenigen Lebewesen durchsetzen, die besonders geeignet sind für die Umweltbedingungen. Für diese motorisch Ungeschickten hat sich jetzt dann in der E-Roller-Spezies dann eine Variante herausgebildet mit Sprachsteuerung. Das ist also wunderbar. Dann über Sprachsteuerung braucht man also die Hände gar nicht mehr zu benutzen. Dann, wenn Sie bremsen wollen, sagen Sie 1. Wenn Sie scharf bremsen wollen, sagen Sie 2. Wenn Sie eine Vollbremsung machen wollen, sagen Sie 3. Dieser Unfall wird zu Servicezwecken aufgezeichnet. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, sagen Sie 1. Das ist also wunderbar. Da kann man also dann auch, kann fast jeder mit so einem Ding dann sich durch die Gegend bewegen. Vorausgesetzt, er schafft es zu domestizieren. Und das Ganze wäre natürlich, das ist schon schwierig. Die sind nicht wirklich lebensfähig, so ganz selbstständig. Deshalb wäre das nicht möglich, ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, die als sogenannte Juicer oder Hunter, Jäger dann hier so immer dann diese Lebewesen bei ihrer Ansiedlung dann unterstützen, sie nachts dann einsammeln, zu den Futterstellen bringen und dann wieder aussetzen, damit man am nächsten Tag wieder versuchen kann, sie zuzureiten. Das ist also ganz klasse, wie das jetzt dann funktioniert. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber wenn Sie einen Rollator fahren, sollten Sie wirklich aufpassen, weil, sagen wir mal, nicht jeder Reiter ist auch so furchtbar geschickt. Ich habe jetzt die Tage das beobachtet, da hat ein Polizist einen E-Roller-Fahrer angehalten und gesagt, haben Sie nicht die Pfeile auf der Straße gesehen? Und dann sagt er, wie gibt's denn hier Indianer? Also passen Sie auf und machen Sie es gut.